Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Wie ihr seht, stehen wir kurz vor einem Kampf in einer Arena. Und zwar sind wir in der Arena von Engine City und treten gleich gegen den Feuer Arena-Leiter Kabu an. Das ist unser Team. Wir haben Barschuft mit Seerauch, damit die Wasserattacken stärker sind. Wir haben Flunschlick, weil der Bodenattacken hat. Und wir haben Mick. Und der Rest ist einfach nur auf der Bank. Und hilft im Zweifel. Ich hoffe, das passt so. Wir werden es gleich sehen. Auf. Aber ich bin guter Dinge. Willkommen, ich bin Kabu, der Feuer-Arena-Leiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast Yaros Pflanzen-Pokémon bezwungen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam, wir alle wollen gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen, um noch stärker und noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der, der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Mona. Gleich mal was entwickelt ist. Ja, nice. Ja, klar, war klar. Ihr Licht. Ist auch so eine Standardattacke. Die hat fast jedes Feuer-Pokémon. Macht ja auch Sinn. Sehr praktisch. Komm, Volltreffer. Oh. Ja, Verbrennung senkt, glaube ich, den Angriff. Da ist Wasserdüse natürlich. Ja, geht auf Angriff. Da ist Wasserdüse jetzt leider stark geschwächt. Grimasse senkt Initiative. Ist jetzt, bringt mir, glaube ich, nicht so viel gerade. Aber wenn er jetzt versucht, mich mit Ruckzuck kaputt zu kriegen, dann habe ich vielleicht noch eine Chance. Jawohl, ja. Akani. Ah, Barschuft ist jetzt angeschlagen. Nehmen wir mal Flunschlick. Ich mag die Mucke. Schau noch, doch. Mein Nick, der ist hier noch weiter weiterentwickelt. Ich wollte gerade sagen, ich habe kein weiterentwickeltes Pokémon hier. Aber das stimmt ja nicht ganz. Das ist Spezial, okay. Dann macht's nichts, wenn er meinen Angriff senkt. Natürlich, ihr Licht. Was auch sonst? Oh, das sieht gut aus. Komm, mach einen Volltreffer. Dann haben wir das hinter uns. Hui. Das ist sehr effektiv. Doch, okay. Ich hatte eigentlich gedacht, das wäre nicht sehr effektiv gewesen, als ich meinen Fukano gegen Flunschlick geschickt habe. Aber anscheinend doch. Naja, gut. Macht nichts.
Ja, Tiefschlag ist leider. Okay. Macht nichts. Kein Problem. So, Angriff wird gesenkt. Barschuft hat nur eine Angriffsattacke mit Wasser. Also wäre Mick wahrscheinlich doch die bessere Wahl gerade. Aber ich will den eigentlich nicht angeschlagen in den Kampf schicken. Wenn es Dynamax-Zeug kommt. Aber hier ist jetzt... Aha, nee, das ist auch scheiße. Durch Verbrennung ist der Angriff gesenkt und Arcani senkt nochmal den Angriff mit Bedroher. Ich glaube, da mache ich kaum Schaden. Ah ja, doch, hat gereicht. Na gut, da habe ich Mick nochmal hochgelevelt. Toxel auch, sehr gut. Inferno. Okay, das ist die Weiterentwicklung von dem Käfer-Feuerding. Na los, Kabu, such nach einer zündenden Idee, mit der du gewinnen kannst. Sieht aus wie ein Riesenbandwurm, ey. Es wird Zeit für Giga Dynamax Infernoport. Werde größer und ändere deine Gestalt. Also ich muss sagen, voll der Drache. Das nenne ich mal einen Riesenbandwurm. Dünner Schwarm. Ach du Schande. Auweia. Auweia. Das kann ich auch. Stärke 110 und dann nehmen wir das hier. Ich hoffe, das geht jetzt nicht schief. Also ich muss sagen, die Arena-Kämpfe machen schon Laune. Das haben sie schön inszeniert. Doch, auch mit der Musik und so. Ich hab Spaß dran. Jawohl, ja. Das war's. Wow. Barschuff versucht Kopfnüsse zu erlernen. Mal schauen, was haben wir? Biss, Wasserdüse, Grimasse, Dreschflegel. Von Dreschflegel bin ich kein großer Fan. Das können wir wegwerfen. Totaler Zusammenbruch. Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. Du hast mich besiegt. Mich, den sie so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha, wie es scheint, habe ich noch nicht ausgelernt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald zu großem Ruhm gelangen werdet. Es war mir eine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für deinen Sieg verleihe ich dir nun den Feuerorden. Na also, geht doch. Schlag auf Schlag. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 35 fangen. Wir haben es dem Dynamax-Phänomen zu verdanken, dass Pokémon-Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Gala sind. Jungen Trainern wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass sie am Leben bleibt und sich weiterentwickelt.
Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Was für ein Kampf, Matsu. Ich war mir zwar sicher, dass du mit Barschuf gewinnen würdest, aber Mann, war das aufregend. Sehr beeindruckend, Matsu. Jetzt hast du also schon den Pflanzen-, Wasser- und Feuerorden. Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. TM 38 Irrlicht. Ah ja, schön. Anwender feuert unheimliche Flammen ab, die beim Ziel Verbrennungen verursachen. Hier hast du außerdem eine Nachbildung von Kabus Uniform. Feueruniform erhalten. Mit deinem Können brauchst du keine Angst vor den anderen Arena-Leitern zu haben. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Du hast ihn gehört, auf geht's! Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone schlottern, wenn sie uns sehen. Durch die Naturzone. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich den. Die Uniform wechsle. Ich habe auch noch nicht nachgeschaut, also so ist es nicht. Komm, gehen wir, Matsu. Huh? Der Arena-Leiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden? Wow! Ha, ich weiß, Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele der Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpft haben. Es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Matsu, hopp, mein Glückwunsch. Reife Leistung gegen Kabi zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arena-Leiter, sondern auch als eure Fans. Oh, ist das süß. In der Tat. Und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fangesang für euch ausgedacht. Nicht nötig. Absolut nicht nötig. Hopp, hopp, hopp. Unser Hopp ist total top. Und Matsu ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Aha. Schön. Geh jetzt wieder deine Pillen nehmen. Danke. Die Arena-Leute, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena-Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's, Matsu. Claw City erwartet auf uns. Wo genau müssen wir dann hin? Da ist uns wieder Naturzone, stärker und besser als je zuvor. Claw City liegt irgendwo da drüben, Matsu. Ja, das ist jetzt eine sehr genaue Angabe. Da drüben, okay. Theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, könnten wir uns hier auch gleich stärkere Pokémon schnappen. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's, ein neues Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war der Name nochmal? Hopsala? Du schaffst es ja nicht mal, einen Pokémon gerade zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendetwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf, du gegen mich, da drüben. Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. In der Galamine 2 hat Matsu kurz einen Prozess mit dir gemacht. Hast du das etwas schon wieder vergessen? Wenn du zu schwach für meine Rivalin bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Matsu und dem Champ. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast.
Das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft. Matze, du kannst ruhig schon mal nach Claw City weitergehen. Wir sehen uns dort. Fiese Friese will wieder stänkern. Wir sind aber geheilt, oder? Ja. Aber Barschuft nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Wir nehmen wieder unser Fukano mit. Und was hatten wir statt Flunschlick? Bam, 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 badam, bam, bam. Da! Schneebedeck. So, diese Richtung? Oh, hier kann ich das Fahrrad benutzen. Okay. Engine Flussufer? Hm. Einfach in diese Richtung. Dann gehen wir einfach. Wollen wir mal ein Pokecamp aufschlagen? Die Weiterentwicklung von Unra Tytox. Oh Gott, warum haben sie das eingebaut? Bitte. Das ist echt das blödeste, bescheuertste, unnötigste, hässlichste. Ach Mann. Milotiksee. Hm? Ein Kleopatra. Ich will ein Kleopatra. Wow, 28. Frieren wir dich mal ein. Okay, das ist okay. Das ist okay, ist gut. Wir haben es ja kapiert. Ich glaube nicht, dass ich es damit schon fangen kann. Oder? Oder? Ha! Autsch! Ach, Mann. Wenigstens verliert sie mal ein bisschen Leben. Na komm schon. Na? Jawohl, ja. Das ist schon sehr süß. Dieses Pokémon schleicht sich völlig geräuschlos von hinten an seine Beute heran. Es bestreitet Revierkämpfe mit Gaunux. Aha. Und wenn ich die jetzt zusammen im Pokécamp verwende? Das wäre interessant. Zanken die sich dann? Das wäre lustig, wenn die das echt so implementiert hätten. Dass die sich dann zanken. Wollen wir mal ins Pokécamp? Wir könnten das ja mal austesten. Dann nehmen wir... Was nehmen wir denn raus? Dann nehmen wir das Fukano mal raus. Und schlagen unser Pokécamp auf. Also momentan scheinen die ja... Ich kann reinzoomen, okay. Momentan scheinen die ja ganz in Ruhe
miteinander zu spielen. Kranowitz schaut dich aufmerksam an. Wie geht's? Kranowitz will deine volle Aufmerksamkeit. Erzähl mir mehr. Kranowitz ist gern in deiner Nähe. Erzähl mir mehr. Kranowitz will mit anderen Pokémon spielen. Wollen wir kochen? Lass uns mal was kochen. Bereite ein leckeres Gericht aus Zutaten und Beeren deiner Wahl zu. Je hochwertiger die Lebensmittel sind und je mehr Beeren du ins Essen gibst, desto besser schmeckt es. Nutze den Fächer, um das Feuer zu regulieren, sobald du mit dem Kochen beginnst. Rühre dann alles mit der Schöpfrille um und gib dabei Acht, dass du nichts verschüttest. Mit der nötigen Prise Liebe und dem perfekten Timing wird daraus ein Festmahl für deine Pokémon. Ist das Gericht fertig, heißt es für alle Essen fassen. Die gemeinsame Mahlzeit hat diverse Effekte auf die Pokémon in deinem Camp. Sie stellt zum Beispiel ihre KP wieder her oder macht sie dir gegenüber zutraulicher. Was möchtest du tun? Zutaten ansehen? Was haben wir denn da? Wir haben Toastbrot. Wundervoll. Toastbrot und Beeren. Heute gibt es Toastbrot und Beeren. Wir nehmen Toastbrot, jawohl. Und jetzt nehmen wir Beeren. Ein bisschen Feuer, ein bisschen süß. Ein bisschen süß. Und er ist halt eher bei Erwachsenen beliebt. Kein bisschen süß. Ach so, kein bisschen süß. Wasser und saure Aromen? Eine besondere Note. Als Geheimzutat. Die Beere ist weit verbreitet und ein wahrer Klassiker unter Kochzutaten. Ihre unverfälschte Süße macht sie sehr beliebt. Dann nehmen wir Pirsif. Marun, dezent herbe Note. Nein, wir machen jetzt was Süß-Saures. Süß-saures Toastbrot machen wir. Also, dann brauchen wir... Nicht süß, nee, hier, saure Aromen. Japa-Beere. Ja. Und dann machen wir noch ein bisschen Schärfe dazu. Da haben wir ein süß-saures Toastbrot mit Schärfe. Ja? Möchtest du mit den ausgewählten Beeren anfangen zu kochen? Ja. Okay. Sehr lecker. Okay. Oh, jetzt habe ich das Feuer ausgemacht. Gut umrühren. Okay. Rühren wir mal kräftig um. Rühre, 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 rühre. Rühre, rühre, rühre. Wann haben wir fertig gerührt? Mit Liebe abschmecken. Jetzt ist es explodiert, oder was? Guten Appetit. Oh weia. Saures Toastcurry. Okay, lecker. Okay, es ist anscheinend lecker. Güteklasse, wohin genau? Die Hälfte der KP wurde wiederhergestellt. Deine Team-Pokémon haben einige Erfahrungspunkte erhalten. Deine Team-Pokémon sind etwas zutraulicher geworden. Wir haben saures Toastcurry gekocht. Uhu, guck mal, ich habe ein Spielzeug. Komm, du bist doch ein Kätzchen. Du findest Spielzeug doch sicher hier so ein Klingelspielzeug. Findest du doch ganz toll. Guck mal, das findest du ganz großartig. Genau. Nimm, 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 nimm. Au! Aber ihr vertragt euch anscheinend, ne? Dafür, dass ihr angeblich Revierkämpfe macht? Ne, Cleopatra? Was gibt's denn noch für Spielzeug? Komm, apport! Eine Katze, die apportiert. Es gibt noch Zeichen und Wunder. Ey, Mick! Jetzt hast du Cleopatra den Ball geklaut. Du bist ja auch... Du bist ein kleines Mistvieh. Hä? Aber anscheinend apportierst du gerne.
Ach Gottchen. Ja, komm her. Ja, komm. Ich will sie streicheln können. Warum kann ich sie nicht streicheln? Ist das süß. Du hast doch gerade nicht abortieren wollen. Was jetzt? Na, Kranowitz, das... Oh, lass Kleopatra... Ich will sehen, wie Kleopatra abortiert. Ihr seid doch alle bescheuert. Wie der guckt. Ihr seid doch alle bescheuert. Okay. Ende. Kranowitz ist in Spiellaune. Wie geht's? Kranowitz will immer noch mit dir spielen. Erzähl mir mehr. Kranowitz ist gerne in deiner Nähe. Na gut, willst du hier mitspielen? Guck mal. Hui. Willst du spielen? Guck mal. Ups. Jetzt wollen sie alle spielen. Na super. Und ich werde dafür gerempelt hier. Ich will sie streicheln können. Früher konnte man die streicheln. Warum kann ich sie jetzt nicht mehr streicheln? Oder kann ich sie streicheln, nur halt nicht im Konsolenmodus? Das kann natürlich auch sein. Kochen, Pokécamp verlassen. Hm. Ja, ihr seid's ja alle Vogelwild. Nee, ich glaube, es reicht. Ja, ist gut. Kranowitz ist in Spiellaune. Nee, geh spielen. Spiel mit den anderen. Toxel ist in Spiellaune. Dann spiel mit den anderen. Auf! Spielt ihr schön miteinander. Ich will sie trotzdem streicheln können. Das finde ich schade. Oh, das hat sich ja gelohnt hier. Guck mal. So. Und damit ist die Zeit auch schon wieder herum. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, müssen wir hier lang? Was bist du für einer? Ich glaube, das gucken wir beim nächsten Mal einfach. Müssen wir hier lang? Wo müssen wir denn lang? Er meinte, wir müssen nur hier lang. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ein Beleber. Oh, schön. Gratis-Beleber, nehme ich gerne. Naja gut, jetzt haben wir hier, genau, fleißig essen. Achso, wir wollen das Kleopatra, das müssten wir nochmal wieder rausnehmen, ne? Ich wollte ja nur testen, ob die sich im Pokégame kloppen. Das hätte ich schon lustig gefunden irgendwie, wenn die sich so ein bisschen, naja, nicht prügeln würden, aber so ein bisschen sich frotzeln würden und gegenseitig ärgern würden. Das wäre schon so ein Detail gewesen, das ich gemocht hätte, doch. Naja gut, wir versuchen das nächste Mal unseren Weg. Wo müssen wir hin? Nach Claw City zu finden. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir haben jetzt hier schön unsere Pokémon versorgt mit Essen, dass sie uns keine Schande machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.